So, ihr Lieben, da draußen, jetzt machen wir uns mal auf den Weg und versuchen, hier mal in der Galaxis klarzukommen, in der Star Wars Welt. Ist gar nicht so einfach, denn es sind jede Menge Töne, aber mit meiner Hilfe klappt das auf jeden Fall. Ich zeige dir die Griffe, du brauchst keine Noten, ich blende dir die Grifftabellen ein und am Ende dieses Videos kannst du das Main Theme. Oh, krass. Viel Spaß. Okay, wir fangen an mit dem ersten Part. Und nach dem Part wissen im Grunde immer schon alle Bescheid. Ne? Jeder weiß, okay, alles klar, die Schrift läuft jetzt schräg Richtung Weltraum. Und gleich kommt hier ein X-Wing von links reingeflogen und ballert ordentlich rum. Okay, genug gelabert. Ich weiß, wir fangen an. Ja, kein Stress. Es geht los. Okay, jetzt geht's wirklich los. Pass auf, der erste Ton ist das D. Die drei Töne, keine Oktavklappe, tiefes D. Das spielst du dreimal. Und dann lässt du die untere Hand, die rechte, komplett los. Und greifst sie dann komplett wieder, aber mit der Oktavklappe zusätzlich. Also das D mit Oktavklappe. Und dann geht es weiter mit dem C. H. A. Das ist ein Zeigefinger und Mittelfinger. Und jetzt spielst du das G und legst dafür den Ringfinger noch hin und drückst zusätzlich noch die Oktavklappe. Und dann Zeigefinger der rechten Hand, Mittelfinger der rechten Hand und Ringfinger hinlegen. Und Oktavklappe gedrückt lassen, also wieder ein D spielen. Und dann hast du den ersten Teil gespielt, der so geht. Jetzt wird der letzte Teil wiederholt. C also, H, Mittelfinger dazu ist das A und Ringfinger und Oktavklappe. Und zusätzlich zu denen, die du jetzt gedrückt hast, diese drei der rechten Hand. Dann hast du die Wiederholung gespielt und dann kommt das C in der linken Hand, das H in der linken Hand, nur der Zeigefinger, wieder zurück zum C und den Zeigefinger dazu. Das ist dann das A. Damit hast du den kompletten ersten Part gespielt, den jeder kennt. Du bist sozusagen ein halber Obi-Wan oder eine halbe Rey oder... Wie auch immer du gerne sein möchtest, du bist es! Pass auf! Den Teil hast du jetzt schon geschafft. Jetzt geht's weiter. Ich spiele es dir vor, du wirst erkennen, es ist fast genau dasselbe wie am Anfang. Thank you.
Nur ganz am Anfang ist ein kleiner Unterschied. Du spielst beim ersten Teil und beim zweiten am Anfang. Das war's. Ansonsten sind die Töne genau gleich, deswegen zeige ich dir die jetzt nicht komplett nochmal, sonst wird das hier ein halbstündiges Video. Das sind die Töne, die du können musst, ne? Um das zu spielen. Dann kommt der Mittelteil. Der hat's in sich. Erstmal so weit. Wir fangen an mit dem D. 1, 2, 3, linke Hand. 1, 2, 3, rechte Hand. Tiefes D. Lassen dann den Ringfinger los und sind beim tiefen E. Wiederholen das tiefe E. Und lassen alle Finger los, bis auf den Mittelfinger der linken Hand. Springen um zum Zeigefinger, das ist dann das H. Mittelfinger dazu. Und Ringfinger dazu. Das ist jetzt also dieser Teil hier. Jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Der geht folgendermaßen. Da ist der erste Griff, das G. Linke Hand, Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger. Nächster Griff, Ringfinger loslassen. Und Mittelfinger loslassen. Mittelfinger drücken. Und jetzt Ringfinger dazu und rechte Hand, Zeigefinger und Mittelfinger. Sorry, das ist das E. Und den Mittelfinger alleine in der rechten Hand. Linke Hand bleibt gedrückt, also du hebst den Zeigefinger hoch. Jetzt hast du den Part hier gespielt. Und wir fangen wieder beim tiefen D an. Das sind 1, 2, 3, 1, 2, 3, die drei Finger. Und lassen den kleinen Finger los. Und spielen diesen Ton nochmal. 1, 2, 3, 1, 2. Das ist das E. Lassen alle Finger los zum Mittelfinger der linken Hand. Das ist das C. Springen dann zum H. Nur den Zeigefinger der linken Hand. Legen den Mittelfinger dazu. Und den Ringfinger auch. Und jetzt die komplette rechte Hand dazu. 1, 2, 3 plus Oktavklappe. Das zweigestrichene D. Und lassen die rechte Hand komplett los. Die Oktavklappe auch und den Ringfinger der linken Hand und landen dann beim A. Jetzt hast du diesen Part komplett gespielt. Pass auf. Der nächste Teil ist genau wie die erste Hälfte von dem Teil, den wir gerade besprochen haben. Hör mal. Deswegen gehe ich darauf jetzt nicht nochmal im Detail ein. Spule einfach ein Stück zurück, mach Pause, lerne den Teil. Denn jetzt kommt der schwierigste Part von der ganzen Nummer und der geht so. Da kommen ein paar Griffe dazu, die sind relativ tricky, aber ich bringe sie dir bei. Pass auf. Wir fangen an mit 1, 2, 3, linke Hand, 1, 2, 3, rechte Hand und die Oktavklappe. Also mit dem D und spielen das zweimal. Lassen dann die rechte Hand komplett los und spielen das G. Zeigefinger der rechten Hand dazu. Und jetzt aufpassen. Mittelfinger, Ringfinger und den kleinen Finger hier auf die obere von diesen beiden. Dann spielen wir ein S.
Und lassen jetzt als nächstes nur den kleinen Finger los. Und jetzt lassen wir linke Hand und rechte Hand fast komplett los. Die Oktavklappe lassen wir auch los. Das Einzige, was wir drücken, ist der Mittelfinger der linken Hand, das C. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir spielen ein B. Und dieses B spielen wir auch nochmal tricky, indem wir das H drücken, wie gewohnt. Aber die kleine Taste unter dem H, die drücken wir mit. Und zwar beide Tasten nur mit dem Zeigefinger. Dann haben wir ein B gespielt. Es gibt auch noch andere Griffe für das B, aber ich halte diesen hier für den besten. Und legen dann den Mittelfinger der linken Hand dazu und spielen dann das A. Und jetzt den Ringfinger der linken Hand zum G. Und wieder zurück zum D mit Oktavklappe. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Oktavklappe hier hinten. Jetzt hast du diesen Part hier gelernt. Üb den langsam, der hat es in sich. Bleib dran, du packst es auf jeden Fall. Und jetzt kommt dieser nächste Teil. Den kann man spielen, muss man nicht übernehmen, meine ich die Posaunen und die Trompeten. Es sind hier keine Saxophone im Thema dabei eigentlich. Aber die Posaunen und Trompeten übernehmen normalerweise diesen ganz kleinen Mittelteil. Denn dann geht es schon wieder mit dem Thema vorne los. Das, was du am Anfang gelernt hast. Pass auf. Und ich wähle jetzt hier ein unkonventionelles Ende, aber ich finde das schön. Normalerweise geht nämlich das Main-Theme noch etliche Minuten weiter, aber wir hören auf mit folgenden Griffen. F, also 1, 2, 3, 1, das ist das F. Und dann nochmal das S, was du vorhin schon kennengelernt hast. Mittelfinger, Ringfinger und der kleine Finger auf die obere von den beiden, hier oben. Die drei bleiben gedrückt und die Oktavklappe. Und zurück zum F. Rechte Hand fast komplett loslassen, nur den Zeigefinger gedrückt lassen. Die anderen Finger bleiben unverändert. Und dann lässt du den Zeigefinger los. Und spielst zu guter Letzt das G. Dann hast du nämlich dieses Ende hier. Und jetzt kannst du die Oktavklappe loslassen und dann noch richtig schön dramatisch überspielen. Und das war's. Also, es ist viel, aber es ist weniger, als man am Anfang meint, weil sich am Ende der Anfang wiederholt. Ja, hör mal. Das kommt am Schluss wieder, ne? Nach diesem Teil hier. Geht's wieder von vorne los. Also, du hast folgende Teile, die du lernen musst. Teil 1. Teil 2. Identisch im Grunde. Teil 3. Teil 4. Teil 5. Was Sie jetzt hören, ist auch wieder fast dasselbe wie Teil 3. Und jetzt der schwierigste Teil, Teil 6. Ein kleiner Auftakt, Achtung. Teil 7 sozusagen, habe ich aber nicht gezeigt explizit. Kannst du machen, musst du nicht. Und dann geht's los mit dem Thema vom Anfang. Musik.
jetzt das Heinrich Friesende. Das war's. Wenn du mit der Musik mitspielen möchtest, dann guck in die Videobeschreibung, da habe ich dir einen Link reingepackt. Genau zum. Der führt dich direkt zu dem Star Wars Theme. Das heißt, du kannst direkt mit der Musik mitspielen. Ziemlich coole Sache. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Üben. Mach's langsam. Wenn du Fragen hast, schreib sie mir in die Kommentare. Wenn du Liedwünsche hast, schreib sie mir in die Kommentare. Keep on playing und ciao.